Klaus Eckle, fünfter Spieltag, Regensburg gegen Heidenheim. Es ist ein Klassiker, beide Teams vorneweg, ungeschlagen. Ich glaube, wir freuen uns auf ein tolles Baseball-Wochenende. Genau so ist es. Wir haben alles gesagt. Das sind die zwei wahrscheinlich besten Mannschaften der Südliga. Zwei gute Organisationen. Das ganze Ding hier sieht nach was aus. Das sieht aus wie Baseball. Und wir freuen uns drauf. Es gibt sicher zwei gute Spiele. Ich denke, gerade heute, wenn man schaut, wen man da auf dem Mount erwarten darf, Mike Bolsenbrück gegen Jan Tomek, zumindest mal erwartet. Zwei der besten Pitcher auch bisher in der Saison, sollte ein Pitcher-Duell eigentlich werden. Ah, gegen Regensburg ist das nie ein großes Pitcher-Duell. Ich glaube, das sind schon beide Offensivreihen auch entsprechend stark. Und ja, freuen wir uns einfach auf ein gutes Baseballspiel. Mal gucken, wer dann wirklich wirft. Einige Änderungen diese Saison ja, auch aufgrund Corona, die 14-Spieler-Beschränkungen, aber auch, dass im Halbfinale der Nordmeister gegen den Zweiten und im Süden der Südmeister gegen den Südzweiten spielt. Von dem her, wenn man die Tabelle anschaut, durchaus realistisch, dass Regensburg gegen Heidenheim auch das Halbfinale lauten könnte. Ja, so ist. Eine selten dämliche Regelung, kann ich nicht anders sagen. Aber es ist so, das ist halt auch diesen ganzen Umständen geschuldet. Und es sieht, wenn das so, wie es aktuell ausschaut, könnte das drauf rauslaufen, dass es Regensburg gegen Heidenheim nochmal ist. Da geht es natürlich dann noch um mehr als an dem Wochenende jetzt. Wir freuen uns auf jeden Fall erstmal auf zwei spannende Spiele an diesem Wochenende und ich wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Danke, Klaus. Danke ebenfalls. Ja.